Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde CSGO Overwatch. Ich bin so gut wie gesund, würde ich mal so behaupten. Oh, was für eine raffinierte Flash. Meine Stimme ist, denke ich, fast überhaupt nicht mehr angeschlagen. Ich huste nur noch manchmal. Also ich habe halt noch diesen Reizhusten. Ich merke schon wieder, wie gleich einer kommt. Weil der Hals halt noch so geschädigt ist. Geschändet von der Erkältung. Oh. Schön geflickt, mein Freund. Eben am Anfang, das konntet ihr nicht sehen, weil ich eine Sekunde oder zwei zu spät aufgenommen habe. Also, ja, da hat sich noch einer gedreht, aber ganz langsam. Also, da rechts, habt ihr das gesehen? Der hat Ding an. Wer ist das? Minus, plus L, right, Scheißdreck. Ja, der dreht sich im Kreis, ein wunderbares Gefüge. Ich nehme an, er hat gemerkt, dass jemand cheatet. Und hat bereits innerlich aufgegeben. Könnte sein, jetzt einfach mal, weil wir ja immerhin im Overwatch sind, ne? Und nicht der Drehende, der Angeklagte ist, der eigentlich grieft. Sondern, dass es nur ein Beiwerk ist. Er aimt da, also, komm, aim jetzt mal schön nach oben, wenn er auf die Treppe geht. Vulture, geh mal hoch da. Arsch. Ja, oh, woher weiß er das denn auf einmal? Das ist aber krasse Intuition. Ja, also, ich denke, da ist etwas mehr als nur Intuition dahinter, dass er jetzt, genau abwechselnd. Oh, er ist oben. Ah, nee, er ist unten. Na, ich weiß nicht. Kann das seiner Mutter erzählen, aber nicht mir. Zum Glück bin ich nicht des Herrens Mutter. Ja? Weil das wäre echt haarig. Der Zachary ist nämlich ein ganz schöner Lowbob mit seiner kleinen Scout da. Hat er da. Was ist das? Ist das überhaupt ein Skin? Ist das überhaupt ein Skin? Okay, wir kommen mal wieder runter. Dass er den jetzt nicht mitbekommen hat. Ich habe mal ein bisschen umgeguckt mit seinem Warlock. Dummbatz. Ja, ich bin froh, dass es jetzt eigentlich wieder überstanden ist, die ganze Chose, also mit der Erkältung. Am Dienstag sollte der Stream auch wieder voll normal ablaufen. Ihr habt ja mitbekommen, am Samstag war ich noch so ein bisschen geplättelt und da habe ich dann mit Big Barrel WoW gespielt. Er macht die Leute nach. Und hat jetzt keine Lust mehr, sehr gut. Das wäre nämlich eklig geworden, hätte er das die ganze Zeit gemacht. Er bunnyhoppt ein wenig umher. Ja, also ich würde jetzt bereits schon sagen, dass er da mit Wallhack unterwegs ist, weil er guckt halt dann doch ziemlich genau dahin, wo jetzt gerade jemand kommt, an Stellen oder in Situationen, wo es mindestens zwei Punkte gibt und er ist jedes Mal an der richtigen Stelle. Achtung, jetzt geht er runter. Gehst du runter? Gehst du runter, der Bock? Oh, er geht nicht runter. Er aimbottet Wallhack sonst scheinbar doch nicht. Hat er gerade seinem Mate in den Arsch geschossen? Man darf natürlich nicht vergessen, dass sowas tatsächlich auch einfach Glück sein kann, ne? Im richtigen Moment irgendwo hin zu aimen, beziehungsweise Intuition, die ja schon fast, was ja schon fast in Richtung Skill geht. Aber ich glaube trotzdem, dass er vorhin da schon, na, das war auch zu arg einfach auf ihn schon hingewurstet. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass er einen Aim Assist hat, die Headshots fliegen halt, obwohl, wie er da kauert. Irgendwie könnte er sogar eine kleine Aim-Unterstützung haben. Es ist immerhin schon mal ein nicht so extrem wustiger Fall wie die letzten paar. Bei den letzten Malen war es ja so, dass die annähernd mit Noclip durch die Map geflogen sind. Das war dann ziemlich langweilig. Aber das hier hat schon so eine gewisse Schwere in sich. Mal gucken, was er. Das hat man jetzt voll gehört. Hopp, den im Window hat man gehört. Der ist gerade durchgegangen. Du Lurch. Das ist natürlich bitter. Ist der im Window jetzt schon down? Der ist ja gar nicht mehr da. Ist der gestorben von einem Mittelspieler oder was? Oder weggerannt. Hab gar nicht drauf geachtet. Naja, mein Bart geht gerade in den Mund rein. Okay. Was? Also sie spielen ja schon auf den Sieg, ne? Er geht jetzt nicht irgendwie ultramäßig handen. Er steht jetzt zwar hier rum, aber ihr wisst, was ich meine. Er geht nicht einfach drauf. Und versucht ihn jetzt zu jagen. Steht jetzt etwa genau so da, um zu gucken, ob er gleich kommt. Also ich habe bei ihm schon echt einen extrem hohen Verdacht auf Wallhack. Weiß jetzt aber gar nicht genau, ob ich ihn jetzt tatsächlich drücken würde. Es war jetzt nur diese eine Stelle, ne, wo ich ja ganz sicher gesagt habe, oh, da geht doch die Treppe hoch und auf einmal doch nicht und er zieht hoch und runter. Könnte auch Glück gewesen sein. Ich will jetzt noch was haben. Irgendwas muss ich noch sehen. Von seinem gewollten Hackerisch. Die ganze Zeit mit der Scout ist aber auch merkwürdig, oder? Das müsste eigentlich schon einen Grief geben. Dass er überhaupt nichts macht damit. Er stirbt auch nie. Was für ein Setz hat er eigentlich? 16-4.
Bei einem 1-9. Schon machbar. Aber. Halt mal kurz an, du Pisser. Ja. 13-7, 13-8. Na. Wir haben es letztens davon gehabt, ein paar haben geschrieben, hey, da macht mir der Deagle immer Headshots, da würde ich grundsätzlich einen Aim Assist drücken. Soweit würde ich nicht gehen, dass ich, dann nur deswegen, also wegen dieser Headshot-Rate, was drücken würde. Den hat er schon echt hart erwartet und den genauso, aber den hat man, glaube ich, auch steppen gehört. Hoffentlich ist da noch einer. Also ich glaube, ich würde jetzt dann vielleicht doch einfach mal den Aim Assist drücken. Alles andere erstmal nicht, obwohl er wahrscheinlich auch, ich meine, den Vision Assist würde ich drücken. Aim Assist hat er wahrscheinlich auch irgendwie, oder? Oder, ja, der Warlock ist halt dann doch der beste Aim Assist. Er kann ja schon mal dahin zielen, wo sie herkommen. Aber dieser Headshot, gerade dieser Headshot, der vorhin hier reingeflogen ist bei Under, das war schon krass irgendwie, oder? Er war selbst im Fallen, drückt ab und kriegt und drückt ihm den Headshot rein. Sowas kann natürlich passieren, Lucky-mäßig, aber direkt davor war auch schon ein Headshot. Das ist auch ein Headshot. Hier unten Headshot hat er übrigens, also Headshot-Quote 85%. Das habt ihr mir letztens geschrieben, dass ich da drauf gucken soll, wenn ich mich frage, wie viel Headshots er schon gemacht hat. Guter Plan. Sag bloß, da hat jetzt im Gegnerteam auch wieder jemand angemacht und hat ihn erwartet durch die Wand. Ja, obwohl, das ist ein Platz, an dem man so oder so die Leute erwartet, würde ich sagen. Also bei T-Ramp, da aimt eigentlich jeder rein. Vor allem von Ticket aus. Oh, er hat eine AK. Ich fasse es nicht. So, dann geht's. Steff erregt geworden. Sein Mate laggelt da so ein bisschen vor sich hin. Ich guck mal ganz kurz nach den Pings. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht einfach ein Fehler ist oder ob das Fake-Lag ist. Keine Ahnung, aber... Ja gut, mein Freund, im Laufen, im halben Kacken praktisch noch, drückt er ihm einen Headshot rein. Hab ich gesagt, dass es möglich ist, ja gut. 3, 2, 1. Oh, bevor er angefangen hat zu schießen, ist er stehen geblieben, hat gewartet. Er weiß genau, wo der ist, ja okay. Also, zum Ende hin, ich habe mir gewünscht, dass er jetzt die scheiß Scout-Mann weglegt, weil mit Scout ist es... Also es kann natürlich auch mit Scout und AWP sehr sichtbar sein, sogar übermäßig sichtbar, weil man da diesen Scope halt direkt hin und her wackeln sieht. Aber er hat das mittelprächtig gemacht. Aber hier mit der AK, hoppala. Coole Situation. Mit der AK kommt das doch ziemlich stark rüber. Also Aim, Assist und Wall werde ich hier mal reindrücken. Und der Bunny Hop ist, glaube ich, auch am Start. Ich habe es endlich mal erkannt, oder? Bitte sag nicht, dass er keinen Bunny Hop hat. Sag alle, ja, der hat voll Bunny Hop. Du hast total recht. Du hast total recht. Mir ist wieder versucht dadurch. Wow, wow, wow! Er hat richtig dagegen angekämpft. Fuck, heck, hör auf! Wie er gezappelt hat. Ja, tu nicht so, als wenn da links vielleicht einer stehen würde. Du gräudiges Stück Scheiße. Alter. Alter Verwalter, was für ein Bastard. Widerlich, oder? Widerlich. Da müssen wir direkt die Giraffen losschicken. Der muss niedergenudelt werden. Bumm, bumm, mein Fräulein. Bumm, halt, bumm. So, kleiner Kartoffelkopf. Viel Spaß damit. Das ist wahrscheinlich so ein richtiger Hässler. So ein richtiger, ekliger Kerl. So ein Kürbisgesicht oder so. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.